lieben Freunde. Oh Gott, dann mache ich mein Auto kaputt. Heute begleitet mich das Sparschwein. Es ist 8 Jahre alt. Von Alina Hartmann aus Bad Nauheim. Es ist auch im Allgemeinen sehr umgänglich. Das Sparschwein gibt es seit dem 17. Jahrhundert hier in Deutschland. Es ist ein Behältnis zum Sparen von Münzen oder Scheinen und ähnelt dem auch uns bekannten Hausschwein. Am Rücken des Tieres sollte das Sparschwein regelmäßig gefüttert werden. Leider ist es vom Aussterben bedroht, da viele Kinder ihr Taschengeld anderweitig ausgeben, als es ihrem Sparschwein zu füttern. Was macht ihr denn so mit eurem Taschengeld? Durch das regelmäßige Füttern des Sparschweines muss es auch einmal im Jahr geleert werden. Dieses erfolgt an seinem Geburtstag, am 30.10., ein 10-Jahres-Sammelspartag. Ist es möglich, das angesparte Geld zu entnehmen. Ich hoffe, dass ich dieses Mal mit meinem Beitrag wieder zur Rettung des Sparschweines beitragen konnte. Und füttert immer schön eure Sparschweine.